Können wir nochmal rausgehen und irgendwas... Ich trinke nur, wenn ich trinke. Ah, wie lustig. Können wir hier eine Karte nehmen und dann einfach irgendeine da vorzeigen? Guck mal hier, guck mal hier. Ah. Ah. Multitasking! Mach mir einen Doppelten. Ich gehe kurz rauchen. Hm. Was bringt uns das jetzt, dass wir das belauscht haben? Er hat eine Passierkarte. Ich könnte sie stehlen. Ah, okay. Das ist damit gemeint. Hey, Kumpel. Darf ich mal in deine Tasche greifen? Das fällt da so gar nicht auf, Kerl. Okay. Ich wusste gar nicht gerade nicht, was ich machen sollte. A? Wo ist A? W-A-S-D, okay. Oje, ich habe heute echt zu viel geredet. Okay, jetzt üben wir weiter. W. S. W. Oh. Okay. Eine Karte. Eine Drachenkarte. Oh nein. Q? Q? Was ist Q? Oh Gott. Q. E. Oh Gott. Ja, schön. Gut. Lalala. Dann gehen wir mal rein. Ich hoffe, die Karten sind nicht personengebunden oder so. Du kannst durch. Cool. Danke. Ich habe das irgendwie übersehen, dass ich das zeigen konnte, aber... Kann ich hier noch ein Bier trinken kurz? Ich will kurz gucken. Okay, nix da. Okay. Gucken, was da oben für ein besonderer Club ist. Irgendjemand hatte es auch eilig, nach oben zu kommen. Der Typ mit der Hasenscharte. Ha. Kann ich den Boss sehen? Jawohl, er wartet auf dich. Das ist aber ein kleiner Kerl. Der Mann mit der Hasenscharte. Ich muss ihm irgendwie folgen. Hey, ich will den Boss sehen. Die Tür zum Spielzimmer ist dort drüben. Aber ich will zum Boss. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn wir jetzt zum Boss gehen, dass wir dann verprügelt werden. Ich meine, wenn der will's. Okay, hier ist das Spielzimmer, aber hier ist es dann hier. Oh nein, nicht, dass er uns beobachtet hat. Kann man ja eigentlich nichts machen, ne? Wieso kam der von... Kam der von hier? Hm. Okay. Kurz gucken, ob wir irgendwas von hier oben... Nee. Nicht so wirklich, ne? Okay. Hm. Dann gehen wir mal ins Spielzimmer. Vielleicht können wir uns erspielen, zum Boss zu gehen. Irgendwas speichert hier gerade... Ah, okay. Ich kann Poker nicht. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie es geht. Erhöhung in Schilling. Setze alles. Vielleicht können wir da auch zum Boss. Heute ist mein Glückstag. Mhm. Anfängerglück. Nicht so lang. Eine Glückssträhne. Guten Tag. Kann man hier raus? Hey, da darfst du nicht raus. Setz dich hin und spiel. Setze oder verzieh alles. Dich. Hm. Scheiße. Heute reich. Können wir den irgendwie ablenken? Hier können wir da Feuer reinwerfen. Ah. Okay. Was? Ich muss auf die andere Seite. Von dort kann ich vielleicht in den bewachten Bereich gelangen. Ich muss für eine Ablenkung sorgen, damit die Wache von der Tür weggeht. Ja, das habe ich doch gesagt. Wie kann man denn hier eine Ablenkung starten? Ich würde einfach die Kerze in den Mülleimer da werfen. Nicht so lahm. Eine Glückssträhne. Was?
Ein kleiner Spiegel. Ein versteckter Knopf. Eine Extrakarte. Alter. Mit einem Spiegel sieht er, welche Karten er austeilt. Mit diesem Gerät am Arm kann er sich Extrakarten nehmen und so betrügen. Der Knopf gehört zu dem Gerät an seinem rechten Arm. Visualisierungstalent hilft dabei, sich Objekte und Bilder vorzustellen, um bestimmte Situationen sinnvoll. Okay. Das ist ein Werkzeug für versteckte Karten. Können wir das irgendwie kaputt machen? Das Kabel führt von einem Arm zum anderen. Wenn ich das Kabel durchtrenne, kommen die Karten zum Vorschein und sein Betrug fliegt auf. Ja. Das muss ich zur Ablenkung machen. Dann kann ich nach draußen gehen. Heute ist mein Glückstag. Wie kann ich das denn? Wenn ich das Kabel durchtrenne, kommen die Karten zum Vorschein und sein Betrug fliegt auf. Wie kann ich das machen? Mit dem Messer. Hier sind Messer erlaubt? Hier sind Messer erlaubt? Guten Tag, ich hätte gerne das Messer. Ein sehr feiner Hut. Hä? F. Ablenken. Warte, was? Ich werde ablenken. Messer nehmen. Ablenken. Messer nehmen. Kabel durchschneiden. Streit beginnt. Und der Typ ist abgelenkt. Haha! Eine Glückssträhne. Also, wir gehen. Messer. Alle streiten sich. Der Typ geht da weg und wir gehen rein. Ja, so möchte ich das genau machen. Huch! Och, Entschuldigung. Der feine Hut. Haha, Messer habe ich. Das ist so geil gemacht. Wie so ein Film. Ich muss um das Gebäude. Können wir da noch hinzugucken? Ich möchte gerne zugucken. Toll. Huch. Oh nein. Behalten Sie die Konzentrationssymbole im Gleichgewicht, um die Balance sich zu verlieren und runterzufallen. Alter Schwede. Also das war nicht, fand ich vorhin besser. Du Bad Boy. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Also als das vorhin alles beides im gleichen Kreis war, war einfacher. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Komm, Shirley. Du schaffst es. Oh Gott, wie meine Augen hin und her flackern. Ding, 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 ding. So, wir haben es geschafft. Sind wir jetzt beim Boss? Oh, ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Das riecht hier gerade total gut nach Reis. Mein Reiskocher, der ist gerade am Reiskochen. Ah, lecker, ich habe Hunger. Okay. Wo muss ich denn jetzt hier lang gehen? Ich gehe mal davon aus, hier. Okay, ich glaube, ich gehe gerade falsch. Ah, nee, ich kann hier irgendwas machen. Irgendwas kann ich hier machen. Okay, den kann ich drehen. Da konnte ich gerade noch irgendwas machen. Ah ne, ich kann nur in beide Richtungen gehen. Okay. Ist logisch. Ich sehe nur noch nicht gerade warum. Aber ich mach mal so. So sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Können wir da irgendwie dann hochklettern oder sowas? Ah ne, da ist das. Okay, das sah völlig anders. Hier, den kann ich auch noch benutzen. Oh. Sollen wir uns etwa rüberschwingen? So Tarzan-mäßig. Oh Gott, ich ahne es. Ja. Okay, hier ist nichts. Hier kann ich auch nirgendwo reingucken. Was muss ich machen? Okay. Vorschwingen. Zurückschwingen. Vorschwingen. Zurückschwingen. Okay, D muss ich drücken.
Vorschwingen. Oh, ich muss andere... Oh Gott. Kuh. Nein, nicht Tab. Ist leider in der Nähe von Kuh. Okay, nochmal Anschwung nehmen. Ich muss doch so schnell auf die Tastatur drücken. Gucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vorschwingen, zurückschwingen. Vorschwingen, zurückschwingen. Vorschwingen, zurückschwingen. Vorschwingen. Ah. Mann, ich treffe mal Tab. Ist auch völlig in der Nähe von A. Okay. Habe ich nicht geschafft. Leute, ich kann das nicht. Bin da ganz schlecht drin. Okay, E kriege ich hin. Weil E ist nur so eine Taste, die man oft drückt. So. Sind wir da jetzt endlich beim Boss? Klettern wir mal rein. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, ein Würstchen. Und ein Fisch. Ich weiß nicht, ob man den noch essen kann, wenn es ein Fisch ist. Okay, ein Tisch. Was haben wir hier? Karten. Das sind gezinkte Karten, oder? Ah, Asse. Okay. Also hier ist auf jeden Fall... Also der Typ ist offensichtlich hier eingestellt. Der Mann im Zockerraum hat das gleiche Werkzeug zum Betrügen benutzt. Der ist offensichtlich hier angestellt und die machen so Kohle. Ob das jetzt für uns wichtig ist, das weiß ich nicht. Oh. VT. Wahrscheinlich, wenn ich hier weitergehe. Warte, ich will kurz noch gucken, was dieser Tisch hier mit. Was es hier mit diesem Tisch auf sich hat. Okay, doch, kann ich doch machen. Oh, ein Spalt. Noch ein Spalt. Ein Geheimfach. Ja, das habe ich aber auch so gesehen. Hust. Eine Vorrichtung, um Glücksspielutensilien bei einer Razzia zu verstecken. Ah, voll schlau. Deswegen waren das auch so in, aus der Wand ausklappbare Tische. Hey, der Hammer. Hier ist die Buchhaltung für Oktober. Kartenstapel 75 mal 1S gleich 3 Dollar 15S. Verloren, gewonnen. Verloren, Domino, gewonnen, Poker. Domino, was? Ach, das ist... Ah, das ist also der Gewinn, den er gemacht hat. Ist das viel? 1108 Pfund. Pfund, nicht Dollar. Pfund. Das ist relativ viel, glaube ich. Okay. Der Hammer. Jack Cole. Ich erinnere mich an den Einsatz vor 3 Jahren. Was? Hammer? Jack Cole? Wer? Kneipenbesitzer. Kneipenbesitzer Jack Cole ist der Besitzer der Kneipe Green Dragon. Okay. Das heißt, wir haben irgendwie eine Verbindung zu ihm, ja? Besucher. Der Mann mit der Hasenscharte ist am Abend nach dem Bombenwurf in die Kneipe zu Jack der Hammer Cole gekommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer das ist. Muss ich das wissen? Ist das wichtig? Wahrscheinlich. Oh, ein Schlüssel. Okay, was macht der? Der sieht nicht wie ein gewöhnlicher Türschlüssel aus. Nee, der scheint besonders zu sein. Und wir haben hier Dominosteine. Aber das hier ist so ein Dominotisch. Ja gut. Haben wir doch jetzt theoretisch alles gesehen, oder? Mich irritiert das immer, wenn ich noch Sachen machen kann. Aber hier ist auch nichts mehr, glaube ich. Okay, dann gehen wir mal. Das ist halt, das ist nicht grün, deswegen irritiert mich das. Aber vielleicht müssen wir noch irgendwas machen. Geht's hier weiter mit dem Tee? Wo muss ich denn hier gucken mit dem Tee? Das irritiert mich jetzt. War das auf den Tisch bezogen? Oh, mein Reis ist fertig, ich hab so Hunger. Ich möchte jetzt kurz noch hier... gucken, warum ich T drücken muss. Ist irgendwas hier oben? Ich
weiß nicht, was das Spiel von mir will. Hier sind Zeitungen. Ab wann sagt er denn, dass ich T drücken soll? Hier, wenn ich hier so bin. Oh, ein Spalt. Okay. Ein Spalt. Vielleicht verbirgt sich etwas hinter dem Regal. Ein Kratzer. Ah, okay. Das habe ich echt nicht gesehen. Das habe ich voll übersehen. Kann ich... Warte. Was? Da ist aber jetzt nichts passiert. Kann ich das jetzt aufmachen? Hm. Ist vielleicht auf der anderen Seite irgendwas passiert. Nee. Ich will kurz hier umgucken. Ich will da jetzt nicht rein, falls das... falls das hier ein Hinweis ist. Wie komme ich denn da jetzt vorbei? Ah, ich muss das nochmal zurückmachen. Ah! Das Schlüssel... Ah, okay, alles gut. Hat sich geklärt. Alles gut. Ich hab's verstanden. Oh. Okay. Da geht's in den Keller hinein. Was könnte hier auf uns warten? Mist, zu spät. Niemand mehr hier. Was ist das denn? Es ist offenkundig, dass all das von Jack Holes Bande gestohlen wurde. So, also Dio ist gut. Ist das hier sein Haus? Von hier aus kann man beobachten, was in der Kneipe vor sich geht. Hat er uns doch gesehen, bestimmt. Auf jeden Fall ist er nicht da. Hier haben wir ein Buch. Nee, einen Koffer. Das ist doch der Koffer. Das ist der Koffer von dem Kerl mit der Hasenscharte. Okay, machen wir den doch mal auf. Oh, Diebesgut. Das ist ohne Zweifel Diebesgut. Und? Fotos. After moving into the new home. Der Mann mit der Hasenscharte. Offenbar mit seiner Familie. Ist das seine Frau? Die ist ja hässlich. Nach dem Umzug in unser neues Heim. Pawn Shop, Kettlebell, Clockbook, Jacket. Der Mann mit der Hasenscharte hat seine Sachen verpfändet. Er braucht vermutlich dringend Geld. Okay, wenn er für eine Jacke und eine Uhr und ein Buch und eine Kettlebell, was auch immer das ist. Kettlebell? Ist das eine Kuhglocke? Kettle ist doch Vieh oder nicht? Na egal. Wenn er dafür 8 S kriegt, was auch immer S sind. Cent kann es ja nicht sein. Dann sind diese 1000 irgendwas Pfund ja um einiges mehr. Ja, okay, dann verstehe ich, dass das was Gutes ist. Der braucht also Geld. Das ist und hat deswegen Diebesgut in der Tasche. Muss das Sinn ergeben, frage ich mich. Okay, müssen wir irgendwas machen? Was müssen wir machen? Wir haben eine Fotografie des Mannes mit der Hasenscharte zusammen mit seiner Familie. Sie stehen vor ihrem Haus. Der Mann mit der Hasenscharte hat Jack Cole einen Koffer mit wertvoller Beute gebracht. Der Koffer befindet sich in seinem Geheimraum. Und wir haben natürlich die Polizeieinsatz 1892 hatte mit Jack the Hammer Cole zu tun. Das heißt, wir können nachlesen, was denn los war. Okay, also wir müssen noch Informationen über den Bombenwerfer finden. Wir haben noch nicht alles gefunden, offensichtlich. Sonst würde ja das abgehakt. Aber hier haben wir nichts mehr, oder? Können wir hier noch irgendwas machen? Nein. Oh, hier ist eine Tasche. Da kann ich auch nicht dran. Potenziell hat er uns gesehen. Würde ich spontan behaupten. Dann gehen wir mal zurück. Haben wir noch irgendwas übersehen? Ah, wir hätten diese eine Tür benutzen können, ne? Wir haben jetzt nur den Geheimraum gefunden. Was ist denn das hier für eine Tür? Ah, okay, ich verstehe. Das ist also die Tür, wo wir nicht durchkamen. Die Wache ist noch da. Okay. Ich verstehe. Das heißt, theoretisch haben die sich hier in diesem Raum getroffen. Weil den Geheimraum wird er ja diesem Typen da nicht gezeigt haben, schätze ich mal. Okay, ich kann auch nicht wieder raus. Das heißt, ich muss hier noch irgendetwas erledigen. Muss ich die Beweise... Oh! Oh,
Sie waren vor kurzem noch hier. Die Zigarette, die sie noch qualmt, habe ich völlig übersehen. Okay. Das heißt, es ist noch nicht lange her, dass sie hier waren. Ah, siehst du, ich habe mich doch schon nicht umsonst gewundert, dass das grün wurde. Das heißt, wir müssen nochmal nach da unten. Denn das war grün, aber das war nicht grün. Da müssen wir noch irgendwas finden. Der Mann mit der Hasenscharte. Hier, die Adresse. Butler's Pawn Shop in der Lambeth Street. Aha. Er dürfte vermutlich in der Nähe dieses Pfandhauses wohnen. Okay, und dann müssen wir nur noch die Tür quasi... Was ist da draußen denn los?